Gewinner tut derjenige, der also am wenigsten Energie braucht. Wenn es euch gefällt, geht. Lasst uns euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. The King of Salzburg Ring in Winter. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir sind hier am Salzburgring und wollen das mobile E-Laden zeigen. Und wir haben uns eine Challenge überlegt, wie kann ein E-Auto möglichst effizient im Winter bewegt werden. Dafür haben sich Harry und Gary heute etwas Feines aus dem Hause Mercedes geholt. Wir haben uns also heute den EQC 400 mit Allradantrieb standesgemäß zu den Bedingungen hier am Salzburgring ausgeliehen. Ja, begrüßen darf ich also auch unseren Elektromobilitätsexperten Gary Auerbach. Gary, was können wir denn über das Auto also alles erzählen? Naja, da gibt es sehr viel zu erzählen. Nachdem es heraus sind, relativ kalt ist, würde ich vorschlagen, fahren wir in die Box. Das ist ein guter Vorschlag. Ich kann jetzt sagen, Harry, fahr den Wagen vor. Soll ich es wirklich probieren? Mach ich. Ich würde sagen, Harry, fahr den Wagen in die Box. Der EQC 400 von Mercedes, ein waschechtes Elektroauto, das es in sich hat. 408 PS, Allradantrieb, laut Herstellerangaben bis zu 432 km Reichweite mit einer Akkuladung. Von 0 auf 100 geht's in 5,1 Sekunden. Durchschnittsverbrauch 21,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Jetzt geht's für Harry aber endlich in die warme Box. Wir haben uns das letzte Mal über das Schnellladen unterhalten. Was gibt es denn sonst vielleicht noch? Ja, wenn es Schnellladen gibt, gibt es wahrscheinlich langsam Laden auch. In Wirklichkeit ist es nicht ganz so einfach. In Wirklichkeit unterscheidet man drei Arten von Laden. Das sogenannte Normalladen, das ist das, was wir uns heute anschauen, speziell auf der Wechselstromseite. Dann haben wir das Schnellladen, das ist so üblicherweise gemeint zwischen 50 und 100 kW, also Gleichstrom. Laden. Und was wir das letzte Mal gemacht haben, war eigentlich schon das Ultraschnellladen oder HPC, wie das so schön heißt. High Performance oder High Power Charging, das ist dann alles, was so von 100 kW aufwärts geht, bis derzeit 350 kW. Heute schauen sich die zwei E-Profis das Laden mit normalen Steckdosen an. Dafür hat Harry das mobile Ladeset der Salzburger G mitgebracht. Die Stecker und sämtliche Adapter sind zur Überbrückung daheim oder vor allem für unterwegs gedacht. Das ist ja immer so einer der großen Ängste, was passiert, wenn ich im E-Auto unterwegs bin und keine Ladestation habe. Also gerade wenn ich auf Urlaub bin und im Zielort im Hotel keine Ladestation habe, wie tue ich denn da laden? Ja? Und das ist das mobile Ladekabel, quasi das Schweizer Taschenmesser des Ladens. Wenn wir also jetzt diese beiden, nämlich den Schokostecker und mit dem Hauptgerät verbinden, dann reden wir vom einphasigen Laden, weil wir hier beim Schokostecker ja nur eine Phase ansprechen. Ja, genau. Und das können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ich habe das jetzt angesteckt und jetzt schauen wir mal, wie viel Strom da durchgeht. Dann stecken wir an. Harald, jetzt ziehe da, der zeigt uns jetzt dann 13 Ampere. Jetzt bist du der Spezialist von der Netzseite. Was heißt das jetzt eigentlich? Ja, das heißt also, wir haben hier anstehend die 230 Volt mit 13 Ampere. Das ist also die Norm, die also auch hinter der Schokosteckernorm steht. Darüber hinaus dürfte also kein Strom fließen, weil dann überlasten wir letztendlich also den Stecker. Und was kann man jetzt dann an Ladeleistung erwarten, was aus dem Stecker rauskommt? Naja, jetzt müssen wir Kopf rechnen, indem wir sagen 230 Volt mal 13 Ampere. Was wird da ungefähr rauskommen? Ich hätte geschätzt 2,5 kW. Doch wie viel wird der Mercedes anzeigen? Hat sich Harry verrechnet? Das sehen wir gleich nach einem wichtigen Tipp für unterwegs. Mit dem E-Auto unterwegs, schnell zur Ladesäule, um etwas Strom zu tanken und das ohne Kundenkarte oder App? Kein Problem. Auch mit der Kreditkarte kann man bei Hyperchargern vom Greentech-Unternehmen Salzburger G problemlos laden. Unser Reporter Harry Lixl zeigt, wie es geht. Wir testen heute, was ist, wenn ich also meine Ladekarte vergessen habe, wenn ich also auch die App nicht zur Verfügung habe und ich komme zu einer Schnellladestation und möchte also mit einer Kreditkarte also tanken. Ich habe also mein Handy vorbereitet. Ich sehe also an der Ladesäule den QR-Code, den ich also hier aufnehme. Ich bestätige also hier
den Ladetarif, der ist etwas höher, als wenn ich eine Ladekarte hätte bzw. auch die App der Salzburger AG nutze. Ich bin mit allem einverstanden. Er lädt, fragt mich also auch, welche Kartenfunktion ich nutzen will. Ich will also hier Visa nutzen. Ich gebe also die Kartennummer ein. In dem Moment, wo die Kreditkarte akzeptiert worden ist, aktiviert sich also der Schnelllader und ich kann also hier die unterschiedlichen Anschlüsse wählen. Ich habe hier den 150 kW CCS-Lader und damit können wir zum Auto gehen. Dann heißt es nur noch Tankdeckel auf, Stecker rein und los geht's. Man sieht, das Auto lädt. Woran erkenne ich das? Also am grünen Licht. Ich höre auch, dass also die Ladestation also jetzt die Kühlfunktion aktiviert hat. Ganz einfach, man kann also jetzt neben der App, neben der Ladekarte der Salzburger AG auch ganz easy mit der Kreditkarte also bezahlen. Zurück am Salzburgring. Hier wollen Harry und Gary nicht nur ein Rennen mit dem Mercedes EQC fahren. Sie wollen ihn zuerst bei einem mobilen Ladegerät an einer normalen 230 Volt Haushaltssteckdose anschließen. Harry kam im Kopf auf eine Ladeleistung von rund 2,5 kW, doch der Mercedes zeigt sogar 2,9. Harry, jetzt hast du gerade Kopf gerechnet, da kann man jetzt theoretisch 2,3, 2,4 kW aussehen. Jetzt habe ich gerade im Autotraining gesehen, 2,9 kW. Bevor wir jetzt von den Spezialisten Zuschriften kriegen, dass die Kopfrechnung ein bisschen ungenau war, wie kommt es zu der Differenz oder was ist jetzt der Grund, warum man so eine große Abweichung hat? Gerrit, schau, jetzt nehme ich also meinen Rechner, weil im Kopfrechnen bin ich gar nicht so stark. Wenn wir 230 Volt haben und wir haben also 13 Ampere, dann kommt also fast 3 kW heraus. Jetzt sieht man aber auch schon, was die Idee von dem ist, was wir gerade gemacht haben. Das ist quasi die Notlösung. Also wenn ich überhaupt keine andere Möglichkeit habe, Strom in das Auto reinzukriegen, dann ist das die Notlösung, weil so eine Schokosteckdosen gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit überall und damit ist das quasi die Variante, die so immer die Fallback-Lösung ist. Mit Notfalllösungen wollen sich Harry und Gary aber nicht durch ihren E-Alltag schlagen. Sie brauchen mehr Power. Wir wechseln jetzt einmal den Stecker. Ich nehme jetzt von den beiden, ich zeige es noch einmal her, da gibt es einen großen und einen kleinen. Ich nehme jetzt einmal den kleineren her und stecke den jetzt einmal an. So. Und jetzt brauchen wir natürlich zudem dazu die entsprechende Steckdose. Die haben wir ja da auch. Jetzt haben wir ja da die perfekte Auswahl. Das war also jetzt die mit 16 Ampere abgesichert. Die stecken wir da einmal ein. So, genau. Signalisiert sie sich. Jetzt sagt er, jetzt haben wir da mit 13 Ampere. Stecker ins Auto und schon fließt der Strom. Alles steht auf grün. Bei der normalen Haushaltssteckdose sind knapp 3 kW geflossen. Immerhin, der Mercedes EQC lädt jetzt mit 9 kW, also dreimal so schnell wie davor. Sie stecken gut gelaunt ab und haben jetzt genug Saft in der Batterie. Wunderbar, Beauty Case wird geschlossen. Hier Mobile Charging Unit. So Harry, jetzt haben wir Salzburgring. Perfekte Bedingungen, wenn man so schaut. Also Schneefahrbahn Salzburgring haben wenige die Möglichkeit, das wirklich nutzen zu können. Ja. Wir haben ein cooles Auto, wir haben Allradantrieb. Jetzt lassen wir mal ein bisschen das Auto sein lassen und fahren einmal eine Runde und schauen einmal, wie spaßig die ganze Nummer wird. Aber wir setzen uns ein Ziel. Gewinner tut derjenige, der also am wenigsten Energie braucht. Aber da müssen wir uns mit der Geschwindigkeit was überlegen, weil sonst kannst du nicht rundum schieben und dann ist natürlich klar, dass du keinen Strom brauchst. Schieben wäre auf der 4,2 Kilometer langen Strecke wohl auch nicht ganz einfach. Es steht also ein knallhartes Duell bevor. Harry gegen Gary im Energiesparmodus. Damit es fair zugeht, überlegen sich die beiden ein System. Wir nehmen die Durchschnittsgeschwindigkeit und den Durchschnittsverbrauch. Und der langsamer ist, kriegt für jedes km/h langsamer 1 kW obendrauf. Klingt eigentlich ganz einfach. Gut, um was geht's? Gary, die Wette gilt, es geht um die Ehre. Ja, das ist am schlimmsten. Passt. Gary nimmt als erster den Anlauf und richtet sich den Mercedes EQC 400 zuerst her. Wir greifen natürlich jetzt ein bisschen in die Trickkisten und wir schalten jetzt als erstes einmal die Klimaanlage aus. So, dann machen wir das. Und als zweites schalten wir auf den Sportmodus, weil dann geht das besser vorwärts und dann werden wir schauen, ob der Harry das checkt. Mit allen Wassern gewaschen, dieser Gary.
Wer wird wohl der King am Salzburgring? Wir sehen's gleich. Die rund 20 cm Neuschnee bereiten das ein oder andere Mal kurze Sorgen. Aber Gary bekommt das E-Auto wieder in Griff und drückt weiter aufs Gas. Welche Durchschnittsgeschwindigkeit hat er geschafft? Und wie viel Strom hat Gary verbraucht? 54 km/h Schnitt war das und 51,2 Kilowattstunden im Durchschnitt. So, jetzt müssen wir wieder alles einschalten. Schauen wir, ob der Harry das. Jetzt drehen wir die Temperatur gleich auf 24 Grad, dass es schön warm wird. Und dann schalten wir das Fahrwerk auf Eco. Mal schauen, wie es funktioniert. So. Gary, dann machen wir den Wechsel. Hast du also irgendwelche Eier gelegt? Nein, alles ist perfekt. Ich habe es genauso eingestellt, wie es für dich passt. Und viel Spaß und pass auf, es ist. Es ist spannend. Hei, oder? Ja, 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 ist gut. Ganz spannend, ja. Alles klar. Ja, jetzt bin ich extrem gespannt, was mich da also jetzt erwartet. Das Gebläse, das tun wir gleich mal ein bisschen zurück. So, wo geht das? Hat Harry den Trick von Gary etwa gemerkt? Ja, das geht ja von der Lade zurück, wenn er warm genug ist. Er ist auf Auto, das passt schon. Passt, okay. Da hat Gary Glück gehabt und pfeift noch ein fröhliches Lied, während Harry schon auf die Strecke fährt. Während Gary recht zügig gefahren ist, hat Harry eine andere Taktik gewählt. Ich habe meine Taktik angelegt, dass ich möglichst gleichmäßig fahre und dass ich also starke Beschleunigungsvorgänge, dass ich die verhindere. Und ich ziehe also jetzt eher mit dem Schwung in die Kurven mit rein. Und schaut, dass ich relativ konstant fahre. Ja, das war lässig. Ja. Und die Auswertung, die werden wir uns also jetzt anschauen. Also eins ist ja sicher, in der Formula E hätten wir keine Leiberl, aber lustig war es trotzdem. Ja, lustig war es mega. Und das Coole ist, wir sind ja mit Grünstrom von der Salzburg AG gefahren, haben wir nicht einmal schlecht gewissen. Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG hat das wieder ermöglicht. Doch wer hat jetzt gewonnen? Gary hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h und 51,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht. Ja, Ergebnis unserer Challenge ist das, ich habe ein bisschen weniger Energie gebraucht, aber ich bin deutlich langsamer gefahren. Der Gary hat das gescheiter gemacht. Also man muss es genau erklären, ich habe um 2 Kilowattstunden mehr gebraucht, war aber um 15 km/h im Schnitt schneller. Also die Differenz ist schon signifikant gewesen. Und damit muss ich dir gratulieren, du bist also der Sieger. The King of Salzburgring in Winter. Jetzt muss Gary noch verraten, warum er so klar gewonnen hat. Ja, jetzt muss ich vielleicht aufklären, warum ich gewonnen habe. Ich habe natürlich das Auto vorher ein bisschen manipuliert. Also erstens bin ich mal sowieso ohne Heizung gefahren. Ich habe die Klimaanlage und die Heizung alles ausgeschalten gehabt, kein Gebläse. Duschling. Radio ist sehr abgedreht. Bin dann im Sportmodus gefahren und habe dir dann die Heizung auf 26 Grad aufgedreht und habe da den Sportmodus durch einen Komfortmodus ersetzt. Und hab da die Sitzposition so verstellt, dass du gar nicht gescheit lenken können hast. Aber es ist dir jetzt nicht aufgefallen, insofern ist aber klar, warum das so eindeutig ausgegangen ist. Da, nur beim Fliegen bin ich schneller.